Ich bin das Kraut. Ich bin ein Prophet. Ich spreche mit der Vollmacht eines Propheten. Ich habe eine Nachricht von Gottes Vater, dem noch allmächtigeren Karl-Heinz. So spricht der noch allmächtigere Karl-Heinz, der Vater Gottes. Ich entschuldige mich, dass ich zugelassen habe, dass mein Sohn dieses Sims-City-Spiel so derbe vergeigt. Ich hätte ihm nie erlauben sollen, dieses Spiel schon im Alter von 15.000 Jahren zu spielen. Sobald ich von der Arbeit nach Hause komme, trete ich ihm in den Arsch und bringe diese Chose wieder in Ordnung. Gott hat ab sofort Hausarrest. Gott mag allmächtig sein, aber ich bin allmächtiger. Ich bin Ruth und ich kenne die Cheats. Leider habe ich von meinem Auto aus keinen Zugriff auf Gottes Rechner. Das VPN auf meinem Macs iPad ist abgestürzt und in meiner eigenen Welt bin ich leider nicht einmal überdurchschnittlich mächtig, geschweige denn allmächtig. Ihr müsst also noch ein bisschen warten, aber ich verspreche euch, dass am 4. April 2039 alle Menschen unsterblich sein werden. Es wird gratis Benzin und Motorräder für alle geben. Schnaps, Zigaretten und Gras werden ebenfalls nichts mehr kosten, denn ich bin Karl-Heinz. Und es wird Kuchen geben, und das ist keine Lüge, ich bin nicht GLaDOS, sondern Karl-Heinz. Außerdem werde ich Satans Konto sperren. Ich frage mich eh gerade, warum ich dem Nachbarsbengel Zugriff auf mein Heimnetzwerk erteilt habe. Er scheint doch ein Troll zu sein. Die zahllosen Millionen von Menschen, die im Namen Gottes meines Sohnes bekriegt, unterdrückt, verfolgt, bestialisch gefoltert und abgeschlachtet worden sind, werde ich adäquat entschädigen, denn ich bin Karl-Heinz. Richtet dem Volk meines anderen Sohnes, Allah, den Moslems, von mir aus, wenn ihr nicht sofort aufhört mit dem Scheiß, gibt's keine Jungfrauen im Paradies, sondern alte, fette, katholische Nonnen anstatt. Jungfrau ist Jungfrau. Und du, Allah, du hast ebenfalls Hausarrest. Ach ja, und wenn ihr das fliegende Spaghetti-Monster trefft, richtet ihm aus, dass ich es war, der seine Pasta-Soße ausgetauscht hat gegen Mad Dog 375. Er soll seine nudeligen Griffe von meiner Alten fernhalten, sonst überbacke ich ihn mit Emmentaler. Ich bin Karl-Heinz, der noch allmächtigere Vater Gottes. So soll man es schreiben, so soll es geschehen.